unser Zimmer 7311. Nun nehme ich euch mit und zeige euch ein wenig das Hotel. Das ist der Gang von unserem Zimmer zum Aufzug. Man kann auch mit den Treppen laufen, aber wir bevorzugen meistens immer den Fahrstuhl. Nach langem Warten, weil heute ein Regentag ist, dauert es sehr lange, bis die Aufzüge kommen. Mit 2 fahren wir Richtung Lobby. Das ist der Eingang zum Hotel. Ein super Wetter, es regnet immer noch. Aber eine wunderschöne Lobby kann man sehen. Die wunderschöne Bar mit einer sehr Auswahl von alkoholischen Getränken, Kaffeemaschine, alles was ihr eigentlich wollt. Getränkeauswahl, Pepsi, Cola, Kaffee, Tee, was ihr auch immer macht. Hier ein kleiner Blick zu den Spezialitätenrestaurants, wo es eine Etage tiefer geht. Nun nehme ich euch mit über die Treppe und zeige euch mal, wie es unten aussieht. Rechts davon das Restaurant, das sogenannte Sunset Restaurant, wo man mittags, morgens, abends vom Buffet sich bedienen kann. Hier ist das Gusto Restaurant, wo ich auch jetzt euch zeige. Aber leider ist kein Licht an. Und die Aufnahmen werden bestimmt nicht so gut, wie ich hoffe. Angekommen an dem Safavan Restaurant, was ein Fischrestaurant ist. Das Gusto Restaurant war ein Fleischspezialitätenrestaurant. Im Gusto Restaurant und in dem Fischrestaurant könnt ihr einmal pro Woche bei ihrem Aufenthalt euch reservieren lassen. Nun zeige ich euch nochmal das Sunset Restaurant, wo der ganze Mittagstisch jetzt langsam schon vorbereitet wird. Aber hier haben sie Gott sei Dank das Licht angelassen. Und man kann wunderbar die Helligkeit und die Schönheit des Restaurants erkennen.
Hier sind einige Geschäfte, wo ihr auch wunderbar einkaufen könnt. Mittags und abends ist das gleiche Salatbuffet, aber immer wieder schön dekoriert. Die Auswahl ist wirklich reichlich. An die Paste verschiedene Salatsoßen, alles was das Herz begehrt. Das wunderschöne Buffet, Auswahl über verschiedene Salate, Antipasta. Thank you.
Wir werden die schmackhaften Pommes frites ganz frisch für den Mittagstisch zubereiten. Hier werden ganz frisch Hähnchen zubereitet. Hier wird die türkische Pizza von Hand tagtäglich frisch zubereitet. Hier wird der Braten mit Soße gemacht. Ja. Teşekkür. Hier werden ganz frisch Kebabs für den Kebab. Hier werden ganz frisch Kebab für den Mittagstisch vorbereitet. Und hier könnt ihr sehen, wenn es noch ganz roh ist, ja, bevor sie draufgelegt werden. Hier werden Fischfilets ganz frisch gebraten. Frisch gebratenes Gemüse mit Fleisch. Unser Zimmer 7311. Hier zeige ich euch das Doppelzimmer mit Meerblick, wo wir 2 Wochen waren im Commodore Elite Spa. Hier unser Bett, sehr geräumig. Unser Bett konnten wir direkt aufs Meer sehen. Thank you.
ein so schönes Mehrbettzimmer. Sehr viel Platz im Zimmer und ein sehr großes Doppelbett. Wir konnten im Bett liegen und dann auch Fernsehen. Das war unser Zimmer. Thank you.
Thank you.
Rohkostsalate in verschiedenen Variationen, dazu verschiedene Dressings, einfache, wo man die Dressings selbst zusammenmischen kann. Das riesengroße Salatbuffet, genauso wie abends. Über verschiedene Soßen, Antipasta mit dem Käsebuffet, von Lachs über verschiedene Salate ist das Angebot eigentlich sehr groß. Viele Früchte, Mandarinen, Kiwi, Birnen, Apfel, Granatapfel, Orangen,
verschiedene Äpfel und Bananen. Hier ist der Eingang zu dem wunderschönen Spa-Bereich. Isora Spa Wellness. Ein wunderschönes Schwimmbad zum Schwimmen, wo wir uns jeden Tag mehrere Stunden aufhalten. Das ist hier eine kleine Ausruhecke, wo man nach der Sauna sich auch hinsetzen kann und etwas trinken, wenn man möchte. Hier zeige ich euch den Spa-Bereich, wo es zur Sauna geht. Und es ist schon sehr warm. Ich habe einen Pullover an. Hier gibt es so kleine Handtücher, wo man dann mit in die Sauna nehmen kann. Ein wunderschöner Saunabereich. Hier ist das türkische Dampfbad. Wo es natürlich auch sehr, sehr warm ist. Und ich kann nicht reingehen, da ich dann meine Kamera wegschmeißen kann. Hier gibt es Eis, wo man sich vor der Sauna richtig eineisen kann, dass man die Sauna besser vertragen kann. Hier zeige ich euch den Bereich vom Hammam, wo man sehr schwer erkennen kann, aber ich denke, ich weiß, was man sieht. Dieser Stein füllt man mit Wasser drauf und man kann dort dann liegen. Hier ist der Ruhebereich, den er in der Sauna trägt. Dieser Bereich gehört, wenn man Anwendungen, Hotel, Massage, Peeling, was anderes an dem Spa-Bereich natürlich gut. Aber hier ist ein sehr schöner Ruhebereich, wo ihr eigentlich auch liegen könnt, wenn ihr eure Anwendung habt. Hier ist der wunderschöne Bereich im Spa, wo ich euch jetzt mitnehme durch einen wunderschönen Gang. Wunderschöne Kerzen, geht es durch den Bereich, wo die ganzen Anwendungen gemacht werden. Hier kann man nach den Anwendungen, nach der Sauna, nach dem Hammam sich wunderbar ausruhen. Hier ist der Kosmetikbereich, wo man Masken, Peelings machen lassen kann. Hier ist ein Massageraum, wo man sich ganz gut in aller Ruhe seine Anwendungen der Massage genießen kann. Hier in diesem Raum werden die Anwendungen gemacht. Massage über Peeling, Hautkosmetik, Gesichtsmassage, ist das Hotel gut ausgestattet. Hier verbirgt sich einer privat für euch zwei oder auch alleine. Ich hoffe, ihr könnt im Video was erkennen. Aber auf Bildern werdet ihr es noch können.
Nummer 7. Hier zeige ich euch einen weiteren VIP Very Important People's Massage Room. Dieser Raum sieht hier schon ein wenig exklusiver aus als der letzte Raum, wo ich euch gezeigt habe. Wunderschön und herrlich könnt ihr hier eure Saunazeit, euren Spa wunderbar genießen. Es ist wunderschön. Schön groß für zwei oder auch alleine. Die Dusche, ein schönes Waschbecken. Wunderschön romantisch eingerichtet. Würde ich jetzt nicht das Video aufnehmen und mich sondern hier auf die Liege legen und mich schön massieren lassen. Es ist einfach nur herrlich. So kann ich mir Urlaub wirklich vorstellen. Ich euch den Spa-Bereich für Exklusivanwendungen. Eigene Sauna für die Anwendung, wo ihr drin seid. Zwei Massageliegen, wo ihr in aller Möglichkeit eure Anwendung genießen könnt. Das Spa-Programm, wenn ihr möchtet, wahrscheinlich enthält am Whirlpool. Es ist wunderschön romantisch hier drin. Kein anderer, der euch bei der Anwendung stören wird. Ich denke, hier somit ist Entspannung pur geboten. Ich zeige euch jetzt das Saunainnere. Ich denke auch zwei Personen reinpassen können. Der Ofen für Ausguss, Aufguss und der Wasserbehälter. Ein wunderschönes Gefühl hier, um zu entspannen zu können. Hier ein Gerät für Hot Stones. Schön romantisch hier drin, seine Anwendung zu genießen. Neben seht ihr jetzt die Räume von den Swim-Up-Pools. Sie kosten halt natürlich ein wenig mehr, aber ist sehr schön. Auf der Terrasse entlang könnt ihr sehen, wie mal wunderschön ein Cappuccino oder
irgendwas zu trinken und genießen kann. Links neben, hier seht ihr die Terrasse. Schön sitzen kann, auch ohne Sonne. Die Anlage ist sehr leer und das Schwimmbecken wird restauriert. War noch ein super Tag und heute, ihr seht selbst, Regen, Sturm, Wellen, fast wie ein Weltuntergang. Aber naja, es muss auch Tage geben, wo man die Zeit nutzen kann, wunderbar in aller Ruhe mal aufzunehmen, wie das Wetter von draußen ist. Seht ihr die Zimmer mit Swim-Up-Pools, aufgenommen von der Terrasse.
Romance inklusive Relax plus 18 Ruhe Hotel. Nun zeige ich euch den Strand. Noch vor 2 Tagen gemütlich gesessen mit einem Kaffee, Wasser. Aber heute, da es ein Regentag ist, ist nicht viel los. Und ich kann euch wunderbar zeigen, wie unser Strandbar ist. Schade, dass es noch in der Kamera nicht Geruch erkennen könnt. Es riecht hier wunderbar. Viel Auswahl. Über Sauerkirschkonfitüre. Puderzucker. Haselnüsse. Zucker mit Zimt. Schokolade. Honig. Hier ist eine fertige Waffel, wo jetzt in kleine Teile geschnitten werden. Hier habt ihr viel Platz, wo ihr eure Waffeln dann genießen könnt. Das ist das Geschoss minus 2 am Elite Restaurant.
Hier zeige ich euch in Bildern ein wunderschönes Buffet, was wir jeden Morgen hatten. Wir haben uns dort einfach schön bedient. Omelettes gab es morgens, es gab super Kaffee über Brot, über Quark mit Früchten. Dort haben wir wirklich sehr, sehr gut gefrühstückt morgens, ausgiebig. Meistens haben wir so anderthalb Stunden uns Zeit gelassen, um von allem jeden Morgen aufs Neue zu probieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Anschauen der Bilder mit Musik und ich melde mich zum Schluss nochmal. Hier habe ich euch das Morgenbuffet aufgenommen in Bildern, verbunden in einer Slideshow. Und ihr könnt jetzt schon sehen, welch ein schönes Frühstück es morgens war. Es hat wirklich morgens an nichts gefehlt. Über Joghurt, über Früchte, verschiedene Marmelade, Quark gab es morgens, getrocknete Früchte, hier ein schöner Bienenhonig, Feigen eingelegt, in Pflaumen eingelegt. Also es war wirklich ein super Buffet. Jeden Morgen haben wir uns hier wieder gefreut, bis wir uns durchgeschlemmert haben, Rosinen eingelegt, seht ihr gerade. Und was ich euch sehr empfehlen kann, esst von jedem bisschen morgens. Hier Schafskäse eingelegt, das wieder Joghurt, also Obstsalat kann man schön mischen. Es hat wunderbar geschmeckt hier und seht einfach selbst, wie ich auch begeistert bin, das merkt ihr. Und ich melde mich zum Schluss des Filmes nochmal.